Hallo und herzlich willkommen. Wir kommen jetzt gerade zu den nächsten Karten, den Windkarten. Ich bin schon mal wieder auf gleichometeo.ch und bin schon mal zur Sektion Windkarten gescrollt. Hier wieder gucke ich, welche Windkarten die besten Bewertungen haben, und nehmen wir mal hier die Windkarte von Flugbasis Sorate. So, ich habe diese Karte mal etwas vergrößert, und zwar in die Region, wo ich wohne. Ich wohne hier im Rentel und gucke mir jetzt mal etwas genauer eben an, wie die Windverhältnisse sich hier verhalten. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ja langweilig, wir haben es ja schon alles gesehen auf den Frontenkarten. Wir wissen ja schon, der Wind bewegt sich entlang der Isobaren. Aber das sind ja auch eher globale Winde. Hier werden jetzt auch lokale und regionale Winde angezeigt. Und zwar durch solche Pfeile. Ich hoffe, man erkennt diese Pfeile auch auf der Kamera. Ansonsten geht einfach auf gleichometeo.ch und guckt euch die Karte an. Die Pfeile sind dann relativ deutlich zu sehen. Wir sehen also hier lokale Winde. Wir sehen jetzt zum Beispiel hier im Rentel, dass wir jetzt hier lokale Winde haben, die aus Süden wehen. Das ist für den Abend meistens so. Außerdem sind diese Winde hier farblich hinterlegt. Dazu gibt es eine Legende, und zwar hier, die man jetzt leider nicht sieht. Das macht aber nichts. Ich kann es euch einfach sagen, was die Farben bedeuten. Und wenn ihr dann im Internet seid, dann könnt ihr diese Legende zu Rate ziehen. Das ist einfach nur, weil ich, glaube ich, JavaScript deaktiviert habe auf meinem Browser. Wir sehen hier ganz große Flächen mit blau gekennzeichnet. Das bedeutet, wir haben eigentlich fast gar keinen Wind. Diese blau gekennzeichneten Gebiete sind Gebiete, in denen 0 bis 7 oder 0 bis 10 km/h herrschen. Das bedeutet also, es ist relativ ruhig. Wenn man dann hier ein bisschen weiter hoch ins Gebirge geht, das ist aber auch relativ ruhig, aber wenn man jetzt hier weiter in die Innerschweiz geht, dann sieht man, dass es jetzt hier schon gelb hinterlegt. Das sind dann meist so Winde bis 20 km/h. Wir merken also, heute ist es relativ windstill. Eigentlich ja wieder sehr gut geeignet für uns, wenn wir wandern gehen wollen. Übrigens natürlich auch, wenn wir Gleitschirm fliegen wollen. Es ist also mit relativ wenig Gefahr zu rechnen. Ja, wir sehen eben außerdem auch, woher der Wind weht. Wir sehen, was für eine Wetterlage herrscht. Wir sehen auch, woher das Wetter zu uns zieht. Das hilft uns dann auch später bei der Auswahl der nächsten Karten. Ich denke, diese Karte ist eigentlich relativ selbsterklärend. Deswegen muss ich dazu nicht so viel erzählen. Obwohl, es gibt hier daneben noch eine Einstellung, die man machen kann. Und zwar kann man hier sich aussuchen, auf welcher Höhe man den Wind, ist wieder eingeklappt, auf welcher Höhe man diesen Wind eben sehen möchte. Solange wir uns auf dem Boden befinden, ist immer Wind 10 Meter über Grund zu wählen. Auch wenn wir auf dem Berg sind, trotzdem immer 10 Meter über Grund wählen. Das ist eigentlich das, was uns interessiert. Sind wir dagegen auf einem sehr ausgesetzten Berg oder eben befinden uns in der Luft, als zum Beispiel Gleitschirmfliegerpiloten, dann können wir natürlich da auch andere Höhen angeben. Ich mache das gerade mal zur Demonstration. Wir gehen zum Beispiel mal auf 3000 Meter Höhe, dann sehen wir auch mal ein bisschen andere Windgeschwindigkeiten. Außerdem sehen wir natürlich jetzt auch hier, dass sich der Wind gedreht hat. Also das ist jetzt schon wieder hier, das ist eigentlich die globale Windlage. Wir haben jetzt vorhin gesehen, der Wind kam hier aus Süden. Das waren aber Talwindsysteme, also sehr lokales Wetter. Auf 3000 Höhenmetern dominiert der globale Wind. Und der natürlich entlang der Isobaren. Wir haben das vorhin gesehen, die Isobaren gehen eben so ein bisschen von Osten nach Westen, und das sehen wir jetzt hier auch im Wind gespiegelt. Außerdem sehen wir natürlich auch, dass der Wind hier an Geschwindigkeit gewonnen hat. Es ist jetzt hier eigentlich überall schon so 20 km/h Wind, und hier Richtung Österreich wird es dann sogar langsam rot. Das heißt, es geht langsam in den Bereich zu 30, 40 km/h.
Windgeschwindigkeit. Gut, damit ist dem jetzt auch Genüge getan. Wir gehen nochmal hier zurück auf Gleitschirm Meteo und gucken uns mal die Föhnprognose an. Es war jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Also wir waren jetzt hier oben auf den Windkarten und hier unten gibt es eine sehr schöne Föhnprognose. Dazu jetzt nur ganz kurz. Es ist eigentlich für Gleitschirmflieger sehr interessant und natürlich auch für Leute, die sich jetzt hier in Föhngebieten aufhalten. Das hier sind Druckmessungen südlich der Alpen und nördlich der Alpen. Und die sind eben hier mit einem solchen blauen Graph aufgetragen. Wenn die Druckunterschiede eine gewisse Größenordnung überschreiten, dann haben wir die Gefahr einer Föhnlage. Und das ist jetzt eigentlich auch hier gekennzeichnet. Das heißt also, wenn wir uns hier oben über dieser gestrichelten Linie befinden, und das sind dann eben 4 Bar Druckunterschied, dann haben wir die Gefahr eines Südföhns. Der bringt uns zum Beispiel hier im Rhintal hohe Windgeschwindigkeiten und sehr warme Luft, also auch warme Wetterlagen. Außerdem auch sehr gute Sicht. Ja, wenn es sich eben auf der anderen Seite dann, also wenn die Südseite der Alpen dann niedrigeren Druck hat als die Nordseite, dann haben sie dort einen Nordföhn. Wie man es hier sieht, also da vor allem Ende Donnerstag und also auf jeden Fall Mitte des Tages, freitags wird es auf der Südseite der Alpen einen starken Nordföhn geben. Für Piloten bedeutet das, dort vielleicht dann nicht fliegen. Ja, damit kommen wir dann eigentlich auch schon zur Thermik bzw. der Radiosondierung. Hier auch ganz spannend. Es gibt ja eigentlich zwei Karten, die ich gerne erläutern würde. Und zwar einmal hier eine aufbereitete Karte von einer Gleitschirmschule, die ich sehr schön leserlich finde. Und außerdem nochmal eine generelle Karte, die ich sehr schön finde, weil sie sehr viele Messstandorte in sich vereinigt. Einfacher zu lesen ist hier die aufbereitete Karte einer Flugschule. Deswegen fangen wir damit an und gehen später zu der anderen Karte über. Ganz kurz für alle, die das dann später nochmal angucken wollen. Es gibt hier unten wieder eine Legende, auf der man dann nachforschen kann, was das alles bedeutet, falls man sich nicht mehr erinnern kann. So. Wir gehen jetzt natürlich hier jetzt direkt in die Karte gucken und gucken uns das mal an. Diese Karte ist übrig, also das ist eine Radiosondierung. Das bedeutet, die wurde aufgenommen von einem Wetterballon. Der ist einfach aufgestiegen vom Boden bis in eine gewisse Höhe und aufgetragen wurde diese Höhe bis 5000 Meter über dem Meeresspiegel. Dabei werden verschiedene Daten erhoben, wie zum Beispiel die Beschleunigung der Luftmassen, die Temperaturverläufe, die Feuchtigkeitsentwicklung in der Luft und Windgeschwindigkeit sowie Windrichtung. Ja, wie fängt man jetzt an, so eine Karte zu lesen? Also als allererstes sollte man sich natürlich angucken, woher stammt die Karte. Diese Karte stammt jetzt hier von ein paar Jahren und ist eine Messung von 2019, dem 15. Januar um 11 Uhr. Ich habe diese Karte jetzt bewusst gewählt, weil sie eben von ein paar Jahren ist. Ich weiß, das ist die nächste Messstation vom Rhintal aus gesehen in westliche Richtung. Wir haben vorhin deswegen auf die Windkarte geguckt und ich habe gesagt, das ist eigentlich schon mal die Vorbereitung für die nächsten Karten. Wir haben also gesehen, es gibt einen überregionalen Wind aus Westen, das heißt eben auch diese westliche Wetterlage kommt zu uns. Deswegen greife ich auf eine Messstation zurück, die auch im Westen liegt, weil ich eben weiß,
dass sich von dort das Wetter hierher entwickelt. Ja, wir sehen jetzt hier erstmal eine ganze Menge Linien und außerdem ist das Ganze natürlich auch farblich hinterlegt. Erst möchte ich den Fokus jetzt hier unten auf die Achsen lenken. Wir sehen also hier, ist eine, auf der X-Achse ist die Temperatur aufgetragen, und zwar von minus 30 bis plus 40 Grad. Auf der Y-Achse sind Höhenmeter aufgetragen, und zwar von 500 Meter über den Meeresspiegel bis 5000 Meter über den Meeresspiegel. Ich fange an, mal die Karte von rechts nach links durchzugehen. Und zwar anhand dieser Graphen, die wir hier sehen. Also ich erkläre am Anfang mal diese Graphen, die hier aufgetragen worden sind. Da haben wir hier ganz rechts diesen braunen Graphen, der zeigt eben die Wetterdaten, dieser Graph hier zeigt die Winddaten, die aufgenommen wurden. Wir sehen also auch hier, das hat sich ja schon vorher in der Windkarte bestätigt, wir haben sehr niedrige Windgeschwindigkeiten und der Wind nimmt jetzt auch nicht wirklich an Stärke zu mit den Höhenmetern. Leider kann man jetzt hier nicht die Windrichtung ablesen, noch kann man hier ablesen, wie stark der Wind genau ist. Nur wenn man diese Karten halt jetzt schon sehr viel gelesen hat, dann sieht man, dass jetzt hier die Windgeschwindigkeit relativ niedrig ist. Deswegen gehen wir auch später in die andere Karte, dort sieht man das dann etwas genauer. Viel interessanter für uns sind die nächsten zwei Graphen. Und zwar gibt es hier eine rote Linie und eine grüne Linie. Ich glaube, man kann diese Farben jetzt hier vielleicht nicht ganz so gut erkennen auf der Kamera, aber ihr könnt mir jetzt einfach glauben, das eine ist eine rote Linie, das andere ist eine grüne Linie. Wobei die rote Linie den Temperaturverlauf kennzeichnet und die grüne Linie, also diese hier, die Taupunktkurve kennzeichnet. Und das ist natürlich relativ spannend, denn wir sehen den Temperaturverlauf hier in der Höhe. Im Gegensatz zu einer Wetter-App, die uns ja meistens irgendwie ein Wetter zeigt, aber wenn wir natürlich uns im Gebirge befinden, dann weiß man das, dass es nach oben hin kälter wird. Und das können wir aus einer Wetter-App fast gar nicht mehr ablesen. Deswegen sehr spannend, gerade für Menschen im Alpenraum, sich solche Karten anzugucken. Wir sehen also hier 500 Meter über dem Boden. Ja, da sind wir so ungefähr bei 3 Grad Celsius und diese Temperatur sinkt nach oben hin ab. Wenn wir uns auf 1500 Meter über Null befinden, dann können wir mal diese Linie hier entlang gehen bis zum Schnittpunkt, gehen hier mal runter und sehen, aha, dann haben wir also auf 1500 Meter so ungefähr minus 2, minus 3 Grad. Das gibt uns schon mal wichtige Informationen, wenn wir uns eben auf dieser Höhe bewegen wollen, was wir an Ausrüstung mitnehmen sollten oder ob wir uns überhaupt da hoch bewegen wollen. Außerdem sehen wir, dass bis 1500 Grad die Temperatur relativ linear abfällt, was ja auch den Standardmodell von Temperaturabfall mit zunehmender Höhe entspricht. Dann passiert ja etwas Interessantes, und zwar nimmt die Temperatur wieder zu. Das heißt also, auf 2000 Meter Höhe, gehen wir mal hier hin, da haben wir jetzt plötzlich wieder 0 oder minus 1 Grad Celsius. So eine Temperaturentwicklung nennt man Inversion. Warum ist das interessant? Eine Inversion ist eigentlich deswegen interessant, weil die Luft normalerweise aufsteigt, wenn sie sich erwärmt, aber hier ist ja eben in den höheren Luftschichten die Luft schon wärmer als die Luft darunter. Das heißt, die Luft kann ja gar nicht mehr aufsteigen und staut sich hier in diesem Bereich. Es ist immer ein Bereich, in dem dann auch verstärkt Nebelbildung sich im Winter befindet oder im Sommer eben in den Städten Smoglagen einstellen. Denn die Abgase, die dann sozusagen in die Luft geblasen werden können, aus dieser Luftschicht nicht mehr entkommen, stauen sich dort an, ja, und es gibt extrem schlechte Luft
Hier im Alpenraum, ich erlebe es immer wieder, da ich im Tal wohne, bedeutet eine solche Wetterlage natürlich dauerhaften Nebel. Dann sehen wir jetzt hier ab 2000 Meter, da sinkt jetzt wieder die Temperatur ganz normal ab. Damit ist, glaube ich, schon alles zur Wetterkurve gesagt und wir können uns jetzt hier mit der Taupunktkurve beschäftigen. Was sagt so eine Taupunktkurve aus? Man weiß ja, die Luft kann eine bestimmte Menge Wasser aufnehmen und wenn sie dann eine bestimmte Menge Wasser aufgenommen hat, dann ist sie irgendwann übersättigt und sie kann nicht mehr Wasser aufnehmen, beziehungsweise das Wasser fängt auch an zu kondensieren. Das passiert bei ungefähr 100% relativer Luftfeuchtigkeit. Diese Taupunktkurve sagt jetzt aus, bei welcher Temperatur 100% Luftfeuchte erreicht wären. Also das bedeutet jetzt im Umkehrschluss, wenn wir jetzt mal wieder hier auf 1500 Meter gehen, dann befinden wir uns hier, dann können wir jetzt hier runtergehen, dann wissen wir, aha, wenn es also auf 1500 Meter minus 8 Grad Celsius wäre, dann würde hier Wasser ausfallen, was dann eben zur Wolkenbildung bzw. zur Nebelbildung führen würde. Das ist jetzt natürlich nicht der Fall. Deswegen haben wir hier wahrscheinlich klaren Himmel. Ja, es ist schade, diese Karte ist gerade ein bisschen uninteressant. Die zwei Kurven sind weit voneinander entfernt. Das heißt, wir haben es eben hier sternenklare Nacht heute. Ich müsste mal nachher rausschauen. Ich glaube aber tatsächlich, das ist auch der Fall. Spannender wird es natürlich, wenn jetzt diese beiden Kurven ineinander fallen, also sich berühren oder sehr, sehr nah aneinander kommen. Das bedeutet dann eben, dass die Temperatur auch tatsächlich dann dem Taupunkt entspricht, wenn das der Fall ist. Dann fällt Wasser aus und wir haben eine Wolkenbildung. Auf der Höhe, auf der dann Taupunktkurve und die Temperaturkurve zusammenfallen, befindet sich dann die Wolkenbasis. Das ist für uns ganz interessant, wenn wir so eine Karte angucken. Hier sehen wir jetzt, ah, schönes Wetter, top Sicht. Es könnte natürlich auch anders sein. Und wir sehen dann zum Beispiel, dass es auf der Höhe von 2000 Meter die zwei Kurven zusammenfallen. Dann wissen wir, es lohnt sich überhaupt nicht auf 2000 Meter Höhe uns zu begeben, denn da oben werden wir einfach nur Nebel haben. Was für eigentlich jegliche Outdoor-Sportarten schlecht geeignet ist. Ja, ich werde dazu noch mal ein paar andere Karten unten in die Beschreibung reinladen mit kurzer Erklärung, damit man sich darüber ein Bild machen kann, wie sich solche Wetterlagen verhalten können. Dann habt ihr euch bestimmt gefragt, warum hier solche bestimmten Farben hinterlegt sind. Das sind Steigungsgradienten. Eigentlich meist nur interessant für Gleitschirmfliegerpiloten bzw. Deltaflieger oder Segelflieger. Diese Gradienten kennzeichnen eben, wie stark die Luft in den verschiedenen Luftschichten steigt. Rot deutet auf einen sehr starken Gradienten hin und diese Flugschule hier meint eben, dass das ein schon zu starker Gradient ist. Das heißt, es ist schon sehr ruppig in der Luft zu fliegen und für Anfänger nicht mehr geeignet. Grün dagegen bedeutet, es ist ein super Gradient, es ist sehr schön zu fliegen und man hat auch keine Probleme nach oben zu kommen, da die Luft ein gleichmäßiges, schönes Steigen aufweist. Als nächstes kommt die gelbe Farbe, die hier ist. Ich denke, auch das ist wahrscheinlich auf der Kamera schlecht zu erkennen. Glaubt es mir einfach, hier so ein gelber Bereich. Dort ist ein sehr schwacher Gradient, also wenn man da mit dem Gleitschirm fliegt, dann hat man sehr große Probleme nach oben zu kommen und wird wahrscheinlich einen Segen haben, aber es ist natürlich auch sehr ungefährlich dann zu fliegen. Wenn man so einen weißen Bereich dagegen hat, wie hier, zum Beispiel hier zwischen 2300 und 3200 Metern, dann ist dort eigentlich überhaupt kein Steigen zu erwarten. Wir kommen also über diese Höhe, also überhaupt nicht hinaus. Gut. Ich denke, damit
sind wir durch diese Radiosondierung durch und können uns jetzt nochmal kurz die andere Radiosondierung angucken. Dazu gehen wir auf diesen Link hier daneben. So, und da sehen wir jetzt erstmal, dass es hier verschiedene Karten gibt. Gerade eben hatten wir die Karte von Payern. Nun kann es aber sein, dass wir uns entweder in einem anderen Gebiet befinden oder für mich, wenn ich im Rentel bin, eben der Wind aus einer anderen Richtung weht und damit eine Wetterlage aus einem ganz anderen Bereich zu uns weht. Hier kann man jetzt aussuchen, aus welchen Wetterstationen man die Radiosondierung entnehmen möchte. Es gibt hier zur Auswahl Payern, Payern und München, Payern und Stuttgart, Payern und Trappist und Payern und Milano. Für alle, die es nicht wissen, Payern, das ist Schweiz, München, das ist Bayern, Stuttgart, Baden-Württemberg und Milano ist dann in Italien. Ich werde jetzt einfach der Einfachheit halber wieder auf Payern gehen, außerdem haben wir diese Karte ja auch gerade gesehen. Zusätzlich gibt es hier jetzt auch zwei Messungen. Wir haben also eine Messung von heute Nacht um 0 Uhr und eine Messung von 12 Uhr. Ich werde natürlich die Messung von um 12 Uhr nehmen. So. Und jetzt erkennt man schon, es ist irgendwie ein bisschen unübersichtlicher, deswegen habe ich auch nicht mit dieser Karte angefangen. Trotzdem alles wieder relativ ähnlich wie davor. Wir fangen wieder von rechts an. Wir haben also hier wieder diese Windkurve, die uns die Windstärke anzeigt. Außerdem jetzt haben wir hier unten noch die Knoten aufgezeigt. Wir sehen also, hier gibt es 0 Knoten Windgeschwindigkeit, 20, 40, 60, 80, 100. Wir sehen also jetzt hier bis 3000 Meter Höhe bewegt sich der Wind auf ja, unterhalb von 20 Knoten, was noch relativ ruhig ist. Dann haben wir hier solche Pfeile eingezeichnet. Diese zeigen uns an, aus welcher Richtung der Wind weht. Wobei von oben bedeutet eben aus Norden, von unten bedeutet aus Süden, von der linken Seite bedeutet der Wind kommt aus Westen und von rechts kommt er eben aus Osten. Ja, das eben zu dem Wind. Hier haben wir jetzt wieder diese Temperaturkurve, wie gerade eben, und hier die Taupunktkurve, wie gehabt. Hier ist jetzt der Graph ein bisschen anders aufgetragen, denn die Temperaturen verlaufen sozusagen nicht wie vorher auf der X-Achse nach gerade nach oben, sondern eben schräg. Also wir sehen jetzt hier, das hier ist die 0-Grad-Linie, hier ist die 10-Grad-Linie, hier ist die 20-Grad-Linie, minus 10-Grad-Linie. Dadurch ist das ganze Bild sozusagen wie ein bisschen gekippt. Außerdem haben wir hier noch weitere Informationen, und zwar haben wir hier grüne und solche blauen Linien. Ich denke, man wird es vielleicht auf der Kamera echt schlecht erkennen, das tut mir wahnsinnig leid. Die grünen Linien sind die Trockenadiabate, die blauen Linien kennzeichnen die Feuchtadiabate. Was ist das? Ein diese Linie für die Trockenadiabate zeigen eben an, wie sich der Temperaturverlauf verhalten würde nach dem idealen Modell, wenn die Lufttemperatur trockenadiabatisch absinkt. Das heißt, trockenadiabatisch ist es trockene Luft und sie sinkt eben mit der Höhe ab, und zwar eben mit ungefähr 1 Grad Celsius pro 100 Meter. Feuchtadiabatisch bedeutet, die Luft ist auf 100% Luftfeuchte. Und dadurch kondensiert Wasser, was Energie freisetzt und die Luft wieder zusätzlich erwärmt. Dadurch sinkt die Temperatur eben nicht mehr um 1 Grad Celsius pro 100 Meter ab, sondern nur noch um die 0,6 Grad Celsius. Ja, das hier einfach als zusätzliche Information aufgetragen. Und das kann dann auch ein bisschen helfen, um das dann wieder mit der Temperaturkurve zu vergleichen und daraus Thermikgradienten zu errechnen, die wir ja vorhin gesehen haben in der anderen Karte schon, die Gleitschirmschule für uns schön vorbereitet hat. Ich möchte jetzt auch da nicht mehr weiter drauf eingehen.
Das ist dann vielleicht eher ein Thema für eine nächste Präsentation. Gut. Für alle, die das jetzt hier sehr spannend fanden, habe ich außerdem alles, was ich hier gerade erklärt habe, in einem Blog zusammengefasst, auch nochmal mit Kurzbeschreibung, damit man da nochmal ein bisschen nachschlagen kann. Dieser Blog ist im Link zu finden. Ich kann es euch jetzt trotzdem mal kurz zeigen. Hier habe ich zwei Artikel geschrieben, nämlich einmal kurze Wetterkunde, wo ich die Standardkarten nochmal erklärt habe. Ich erkläre, was Tiefdruckgebiete sind, was Hochdruckgebiete sind. Auch noch ein paar zusätzliche Informationen, die ich gerade noch nicht erwähnt habe, wie sich nämlich zum Beispiel solche Gebiete bilden, was sie genau für Auswirkungen haben. Außerdem nochmal besondere Wetterphänomene. Also das einfach durchlesen, wenn ihr daran Spaß habt. Ansonsten hier im Blog, also kbu.com, Blog Wetterkarten, habe ich also meine Standardwetterkarten für euch schon rausgesucht, die ich auch gerade vorgestellt habe. Hier der Link zu gleitschirmmeteo.ch und außerdem dort nochmals die Direktlinks zu den vier Karten, die ich gerade erwähnt habe. Nämlich eben einmal die allgemeine Lage für die Fronten mit ganz kurzer Kurzzusammenfassung, Windprognose und Radiosondierung. Des Weiteren meine Lieblingswetter-App und hier unten verschiedene Webcams für die Ostschweiz, die jetzt auch noch erweitert werden. Demnächst ist es gerade noch in Vorbereitung für Österreich und die Westschweiz. Das eben, ohne viel Wissen eigentlich nochmal schnell einen Überblick über die Wetterlage zu erhalten. Ja. Damit bedanke ich mich jetzt erstmal bei euch. Ihr lasst euch kurz mit den Quellen alleine. Ihr könnt euch das ja nochmal durchlesen. Wie gesagt, hier die Wetterkarten in meinem Blog. Die Wetterkartensammlung auf gleitschirmmeteo.ch, Wetter-App. Und für alle, die hier nochmal wirklich ganz, ganz viele Informationen haben wollen, das ist vor allem an die Drachenflieger und Gleitschirmflieger gerichtet. Ich empfehle das Thermikbuch von Burkhard Martens. Es gibt unglaublich viele Informationen über die Thermik dort und über die Wetterlagen und wie sich das natürlich auch für uns aufs Streckenfliegen auswirkt. Mir hat es geholfen. Ich hoffe, euch auch. Damit bedanke ich mich recht herzlich und ich hoffe, ich sehe euch bei meinem nächsten Vortrag wieder. Auf Wiedersehen.